Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich im Forum an der Münchner Freiheit zusammen mit Bernhard Weimann. Als wir diese Sendung heute vorbereitet haben, ja, wir tun manchmal sowas, Damen und Herren, auch wenn es seltsam klingt, haben wir gesagt, nein, wir müssen uns heute ganz warm anziehen, denn in den Vereinigten Staaten wurde der neue Präsident ins Amt eingeführt. Herr Weimann, was bleibt denn so am Ende dieses Wochenendes an Eindrücken, an Erinnerungen? Wir Europäer insgesamt werden uns warm anziehen müssen, Herr Griebel. Die Zeiten werden sich verändern, das hat ja auch der noch Bundesaußenminister Steinmeier gesagt. Die alten Zeiten sind vorbei, wir müssen die Verantwortung für uns selber übernehmen, wir müssen aktiver werden und auch Verantwortung auf der Welt übernehmen. Wir haben keinen großen Bruder mehr, der uns die Kohlen aus dem Feuer holt. Glauben Sie denn, dass ein Herr Trump und seine Generale uns überhaupt Verantwortung so gern übernehmen lassen werden? Absolut, ja. Absolut. Der Wunsch von Trump, und damit hat er völlig recht, das sagen ja schon viele Präsidenten vor ihm, möchte einfach, dass die Europäer, und das haben wir x-mal schon gehört und besprochen, ihre Verantwortung bei der NATO übernehmen, finanziell wie auch militärisch, und auch weltpolitisch Verantwortung übernehmen. Wir sind in Europa insgesamt 500 Millionen Menschen und wir benehmen uns wie ein Kleinstaat. Wir müssen uns einigen und die Chance, die ich sehe in dem ganzen Trump-Problem, wie es sich zur Stunde zumindest darstellt, ist, dass wir Europäer gezwungen werden, nunmehr doch zu versuchen, uns zusammenzufinden, sicherheitspolitisch, weltpolitisch, militärpolitisch und so weiter. Eine Chance ist das durchaus, wenn die Europäer diese Chance aufnehmen. Gerade jetzt, wo die Engländer beispielsweise aus der NATO, aus der EU ausscheiden, die waren ja auch nie richtig drin. Glauben Sie tatsächlich, dass das so eine große Lücke reißen wird? Nun, im Moment ist es schick, ein Horrorszenario zu malen. Hören wir in der Politik, hören wir in den Medien, dass Großbritannien aus der EU ausgetreten sein wird. Wenn es so kommt, in der Tat, werden wir natürlich uns umstellen müssen. Deutschland wird mehr zahlen müssen. Aber ich glaube, militärisch werden wir weiterhin mit Großbritannien einen sehr, sehr, sehr verlässlichen und militärisch relativ starken Partner weiterhin haben. Also die Welt wird nicht untergehen, sie wird nur schwieriger, sie wird komplexer und sie verlangt mehr von der Politik in Europa. Was natürlich uns in München ja interessiert in dem Zusammenhang, Donald Trump ist ja ein Mensch, der so ganz knallhart sagt, okay, was nicht in den Vereinigten Staaten gemacht, gebaut oder produziert wurde, das wird jetzt mit erstmal richtigen Straf- oder Einfuhrzöllen belegt. 35% waren da schon im Spiel für Autos. Und da denke ich beispielsweise an BMW und sportliche junge Amerikaner. Wird es zukünftig für BMW schwieriger werden, in den Vereinigten Staaten Autos zu verkaufen? Nein. Es ist meines Erachtens einer von vielen Warnschüssen mit dem höflichen Hinweis, Herrschaften, schaut zu, dass ihr die Amerikaner versteht, die eine relativ schwache Automobilindustrie international haben und er eben für seine eigenen Wähler diese Aussagen macht. Aber einfach zu sagen, wie es bisher läuft, geht es nicht weiter. BMW ist natürlich genau der falsche Angriffspartner von Trump, denn BMW hat das größte BMW-Werk, ist in den USA mit zig Milliarden von Exportvolumen. Das ist also inhaltlich, sachlich schlichtweg Unsinn. Aber er sagt natürlich ganz klar, wir wollen in Handelsverträgen künftig uns nicht über den Tisch ziehen lassen. Dehnbarer Begriff, ob richtig, ob falsch, wollen wir mal offen lassen. Aber wir wollen schlichtweg mit den Partnern in der Welt für Amerika vorteilhaftere Verträge machen. Verständlich. America first, als amerikanischer Präsident für mich, verständlich. Ob es mir gefällt oder nicht, das ist nicht die Frage. Ich verstehe ihn. Er hat seine Wähler im mittleren Westen der USA, wenn Sie die Landkarte mal betrachten, Pazifik, Atlantik, dort geht die Post ab, das sind die ganz großen Leistungszentren. Aber da ist ja nichts außer Wüste und verdörrende Gebiete und ein paar Farmer, ne? Da ist der Rustbelt, da ist alte Industrie, da sind viele Farmer, es sind viele Menschen, die fühlen sich zurückgelassen. Mhm. Und für diese Menschen spricht Donald Trump, zumindest im Moment. Also, Europa aufwachen, nicht lamentieren. Die Medien, haltet euch mal zurück. Wir kennen ihn noch nicht, wir wissen nicht, was er tun wird. Das ist das Entscheidende, nicht was er sagt, sondern was er tun wird. Und vor allem, was er tun kann. Da müssen wir nachher noch drüber reden, weil Sie waren ja lange nur in den USA, müssen es eigentlich wissen, wie da die Bürokratie arbeitet, die Regierungsbehörden, die Verwaltung. Damen und Herren, Reibungsverluste, darüber sollten wir noch sprechen. Weil das, was der eine will,
ist genau noch immer nicht das, was er dann letztlich kann oder vielleicht doch. Einer hat gesagt, wissen Sie, wenn Sie mal Vorstandsvorsitzender waren oder General, dann ist man das gewohnt, dass das, was man denkt, sofort umgesetzt wird. Man muss es oft gar nicht richtig sagen. Aber wenn man halt dann plötzlich zu einer Herde von Bürokraten und Beamten gegenüber sitzt, dann kann das schon alles ganz anders sein. Also kleine Pause, Damen und Herren, und dann werden wir das noch ein bisschen thematisieren. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, begrüße Sie wieder an der Münchner Freiheit zusammen mit Bernhard Weimann, um über Dinge zu sprechen, die eigentlich weit weg sind, aber halt doch ganz schnell auch auf uns Einfluss gewinnen könnten. Also sprich über den neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Herr Weimann, dieser Kameramann, der dort hinter der Kamera steht, hat vor längerer Zeit mich mal gefragt, Herr Griebel, wissen Sie eigentlich, was die Hauptstadt von New York ist? Dann habe ich echt nachdenken müssen, weil ich würde sofort sagen New York. Aber nein, nein, die Hauptstadt von New York ist Albany, ist ein kleines Kaff, das, ich glaube, nur deshalb erfunden wurde, weil halt in Amerikas Regieren so schwierig ist. Dass man extra Stadt braucht, um eine Großstadt wie New York zu regieren. Verstehen Sie? Wie schätzen Sie das? Also Sie haben lange in den USA gelebt. Wie ist es da, mit so Ämtern und Behörden auszukommen? Wie ist der Durchgriff von oben? Wie ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Also erstmal New York, New York. Müssen wir mal klären. Es gibt einen Bundesstaat New York. Das hat mit New York, Manhattan nichts zu tun. Echt nicht? Ja, ja, nein. Der heißt aber doch ganz deutlich so. Ja, New York, die Hauptstadt ist Albany. Also Albany ist nicht die Hauptstadt von Manhattan, New York. Okay. Gut, also sagen wir es mal so. Also regieren die nur, denn das, was außen rum ist, oder was? Nein, also das weiß ich jetzt nicht, Herr Griebel. Das wird mir jetzt zu kompliziert. Pass auf. Die Bundeshauptstädte sind nicht notwendigerweise die größten Städte in den einzelnen Bundesstaaten. Nehmen wir Kalifornien, da ist die Hauptstadt nicht Los Angeles oder San Francisco, sondern Sacramento. Richtig. So. Und das ist nun eine Idee, dass man sagt, man die Verwaltungszentren nimmt man heraus aus den Industriezentren, aus den Touristenstädten, das hat man früher schon so gemacht, aus den eh schon großen Städten. Das ist eine ganz gute Idee. Es ändert aber nichts an der Politik. Was wichtig ist, Herr Griebel, wenn Sie die Bundesländer ansprechen drüben, die Bundesstaaten, diese Bundesstaaten sind insgesamt sehr föderalistisch. Das heißt, um wieder auf unseren Freund Herrn Trump zurückzukommen, diese Bundesländer müssen nicht notwendigerweise alles abnicken, was Herr Trump sagt. Also hat der amerikanische Präsident nur Außenwirkung, oder was? Der Präsident der USA ist sehr eingeschränkt in seiner Macht, was uns gar nicht so bewusst ist. Wenn Trump sagt, ich will eine Mauer bauen, dann heißt das noch lange nicht, dass Kalifornien eine Mauer nach Mexiko bauen wird. Werden die nämlich nicht tun. Und wenn Trump sagt, er will 3 Millionen Illegale außer Landes schicken, kann er das sagen. Aber es wird nicht jedes Bundesland, wo illegale Einwanderer sind, dieses auch nachvollziehen. Also er ist wirklich unter großer Kontrolle des Kongresses, sprich Repräsentantenhaus und Senat, der einzelnen Bundesstaaten und der höchsten Richter der USA. Also so einen einfachen Durchmarsch wird er nicht erleben. Ja, aber diese Richter setzt ja die Höchsten zumindest teilweise ja selber ein. Er ist ja derjenige, der die Leute ins Amt beruft und das lebenslang. Ja, also er hat nun das Glück, dass einer der Uraltherren, die haben ja ihre Funktion bis ans Grab, ist einer verstorben und den wird er durch einen Republikaner ersetzen. Einen republikanisch denkenden Richter. So, was jetzt passiert ist, dass mehrheitlich die Abgeordneten im Kongress sind Republikaner, die mehrheitlichen Regierungen in den Bundesstaaten sind Republikaner und die Mehrheit der wichtigen Richter sind Republikaner. Das erste Mal seit 1926. Das stimmt so schon. Trotzdem, er hat ja nicht nur Freunde bei den Republikanern. Also wir müssen uns da nicht allzu große Sorgen machen. Der Mann kann poltern, wie er will und erreicht damit schon etwas. Was er erreicht, ist Aufmerksamkeit. Das ist eine fantastische PR-Maschine, die er ihn angesetzt hat. Die ganze Welt guckt nach Amerika und sagt, was machen wir nur? Der Trump wird die Erde umkrempeln, wird er nicht tun. Aber er weist darauf hin, er wird sehr viel anders machen wollen, als bisher gemacht wurde. Zum Vorteil der USA, eventuell zum Vorteil der Alliierten, wenn man Glück hat, oder eben zum Nachteil der Alliierten, sprich, wir müssen uns warm anziehen. Was immer halt Ding ist, wenn jetzt er sagt, er möchte diesen verkrusteten Establishment gerade so in den Regierungsbehörden und staatlichen Organisationen richtig mal in den Arsch treten und die auf Vordermann bringen, da habe ich jetzt weniger Angst vor dieser Aussage, die er da tätigt, sondern eher von den Reaktionen von den Menschen, die auf den Posten sitzen.
Weil ich weiß jetzt nicht, wie der amerikanische Beamte, wie der agiert oder nicht agiert. Es gibt ja bei uns diesen Witz, da sagt der eine Beamte zum anderen, ich verstehe gar nicht, dass uns keiner mag, mit denen doch gar nichts. Verstehen Sie, wie das in den USA ist? Ne? Und wenn dann so einer versucht, sich aus der Schusslinie zu bringen und überhaupt nichts mehr tut, damit er keine Fehler macht, da kann dann sein großer Staat ganz schnell in Stocken geraten, denke ich mir. Diese Gefahr existiert nicht. Nein. Wenn er die verkrusteten Machtstrukturen anspricht, dann meint er Washington. Und jetzt haben wir bei seiner Rede, seiner ersten Rede, oben auf dem Podest vom Kongress, etwas sehr Kurioses erlebt. Der Trump steht da, ist gerade Präsident geworden, spricht 20 Minuten und beschimpft die Politprominenz in Washington. Ja, genau. Er beschimpft genau die Leute, die hinter ihm stehen. Ja. Genau, ja. Die beschimpft er. Die so, und jetzt kommt der Clou. Die Rede ist vorbei, alle stehen auf und applaudieren. So, was steht da dahinter? Dahinter steht, dass die Rede de facto an seine Wähler gerichtet war. Oder dass sie ihn nicht ernst nehmen. Die nehmen den sehr wohl ernst. Aber die Rede, die er gehalten hat, ging nicht de facto oder de jure, wie Sie sehen wollen, gegen das Politestablishment, was klatschend hinter ihm stand, sondern er bediente seine Wählerschaft. Die muss er an der bei der Stange halten. Denn in 2 Jahren finden Wiederwahlen statt, dann für zu Teilen des Kongresses. Und da läuft er das Risiko, dass er die eben besprochene republikanische Mehrheit verlieren wird. Also er muss jetzt mal seine Wähler bedienen und dass er auf die Elite hakt. Mei. Politisches Spiel. Ich fand's ja nett, wie er hat doch ganz groß immer vom politischen Aktionismus gesprochen und er wird kaum im Amt sein und das Erste, was er macht, Entscheidungen treffen und dann führt er einen Tag des amerikanischen Patriotismus ein. Ist doch nett, oder? Der Tag, obwohl wir müssen vorsichtig sein in Bayern, ja. Und mit unserem Heimatmuseum. Aber trotzdem, ja. Einen Feiertag des amerikanischen Patriotismus. Da gehen jetzt dann alle ins Kino und schauen sie, was weiß ich was, oder? Symbole. Die Politik lebt von Symbolen. Die Politik lebt weniger von Fakten, von Symbolen. Und das hat er sehr gut drauf. Und entsprechend hat er die Welt im Moment, oder irritiert er die Welt mit seiner symbolverbalen Ausfällen, will ich fast mal sagen, indem er den Menschen sagt, auf der ganzen Welt, hört her, bis hierher und nicht weiter. Wir wollen wieder dorthin, wo er glaubte, dass wir mal waren. Die Beschreibung des Zustandes der amerikanischen Nation ist de facto viel, viel besser, als er es dargestellt hat. Die USA-Arbeitslosenrate ist sehr viel niedriger als bei uns. Allerdings sind in dem unteren Teil, im unteren Bereich der Einkommen die Löhne sehr viel geringer. Aber es gibt natürlich Kriminalität, aber die Innenstädte sind keine Blutlache wegen Kriminalität. Also er hat Amerika schlechter dargestellt, als es de facto ist. Er will schockieren, er schockiert und die ganze Welt hört zu. Wir dürfen gespannt sein. Da füge ich jetzt nichts mehr hinzu. Damen und Herren, seien auch Sie gespannt. Wir werden es alle erleben, wie sich das da drüben entwickelt in den Vereinigten Staaten. Ich bin gespannt. Herr Weimann, ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.